Herzlich willkommen zurück hier am dritten Wettkampftag und wir suchen uns wieder Disziplinen raus. Dieses Mal, Ovi. Also ich fürchte ja, wir müssen doch mal hier an das Schwimmen ran, auch wenn ich es nicht gerne tue. Weil ich habe es mir noch nicht angeschaut, dann stehe ich entsprechend doof da. Tischtennis, Skischießen, würde ich sagen. Da müssen wir uns so der quälend langen, nehmen wir mal Hürden. Jetzt müssen wir uns quälend lang wieder qualifizieren, das ist auch doof. Ja, wie gesagt, die meisten Disziplinen kenne ich noch nicht. Aber was mir hier schon mal positiv auffällt, wie gesagt, das ist auch bei allen Olympischen Spielen so irgendwie, die Grafik ist eigentlich ganz okay. Spieltechnisch sehr vielfältig. Mal schauen, wie das hier funktioniert. Jetzt kommt schon wieder der Farbschema-Modus-Änderung hier. So. Wir machen einmal die Einführung mit. Also. Ja, das sollte ich doch hinkriegen. Dann wollen wir mal. Konzentration. Back to the surface and we start to see the early leaders. Still some distance to go, but at 25 meters the early leaders in control. Ja, irgendwie finde ich es ziemlich beknackt hier einfach nur so einen Rhythmus halten zu müssen. Weil da kann man sich auch mal ganz schön. Also der deutsche Schwimmerin, die gegen Brasilien sich nicht qualifiziert, das ist schon peinlich. Ich komme hier total aus dem Takt. Ich bin sehr enttäuscht. Sechste Position. Damit nicht im Finale. Das könnte ein kurzer Eventtag werden, wenn ich mich nochmal so dämlich anstelle. Aber es war so knapp. Wollen wir es nochmal versuchen? Ich würde sagen, ja, wir haben ja noch ein Ticket. Also qualifizieren müssen wir uns doch wirklich. Man sieht das mit dem Medaillenspiegel nicht wirklich gut aus. Clear from their mind. All eight athletes on the blocks, ready to go. They're away. At the quarter point, they emerge from the water and the early leaders show their heads. Quarter of the way through this event and already the early leaders start to take hold. This athlete needs to pick up the pace. Well, not quite the timing on the kick that was required, but still just about hanging on. Brazil lead here. Norway are in second place. And third, Great Britain. Just over 25 meters to go and you can throw a towel over this. Also sieht nicht wirklich besser aus. Vor allem bei der Wende hätte ich, glaube ich, gucken müssen. Welchen Knopf ich da wirklich drücken muss. Aber hier, neue persönliche Bestleistung. Dritter Platz qualifiziert, so muss das sein. Und wir schauen uns an, was wir bei den 100 Meter der Hürden bei den Herren machen müssen, ja. Garda, du wirst alt und laberst mal wieder Quatsch, wie des Öfteren. Natürlich mit Einführung wieder. Ich habe das ungute Gefühl, dass es hier um Timing geht und in meinem Alter lässt das ja bekanntlich nach. Aber es sieht nicht so schlecht aus. Au, überzogen. Uhuhu.
Ja, probieren wir es einfach mal. Ich bin ja froh, dass ich nicht ins Kajak muss. Oder ins Kanu. Ach, China. Kuba. Pff. Hier, so geht das. Passt auf. Ja, aber sowas von. Eine Medaille müssen wir noch kriegen hier. Heute. Und damit kommen wir zum... Wenn kurz wir gucken, mein Start ist immer ein bisschen reaktionsverzögert, aber hier sah es gut aus. Und ja, ab ins Schwimmstadion, denn jetzt geht es um die Medaillen und da bin ich mal gespannt, was wir da reißen können. Sah eben nicht so gut aus. Schauen wir mal. Ich kriege gleich noch einen Anruf, aber ich hoffe, das kommt nicht hier ins Spiel rein. Hier nochmal extra Küsschen. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich es diesmal besser hinbekomme. Approaching 25 meters and already some early moves. Pulling hard through the water at 25 meters. Und jetzt muss ich, glaube ich, mal wirklich darauf achten, welche Taste ich ganz schnell drücken muss. B wäre es gewesen. Nein, ich habe mich verhaspelt. Nein. Das wird wahrscheinlich nicht für eine Medaille reichen. Ah, ganz knapp. Vierter Platz, ganz knapp. Da müssen wir uns nochmal genau anschauen hier, wie da die Zeiten waren. Und da sieht man 56,45 zu 56,11. China hat uns knapp geschlagen. Sehr schade. Frankreich hat uns überholt im Medaillenzähler. Das darf ja wohl nicht sein. Das heißt, wir müssen jetzt mal schöne Goldmedaille holen hier bei den Hürden. Wird aber schwer. Wir haben es eben schon gesehen. So einfach ist es nicht. Wie das halt so aussieht. Und es ist Nacht. Nacht über dem Olympischen Stadion hier in London und wir machen uns bereit für das Finale, wo wir hoffentlich dann noch ein bisschen was holen. Wir haben schon gehört, USA sind unser größter Gegner. Dann schauen wir mal. Ja, ein bisschen dick auftragen und los geht's. Drückt mir die Daumen. He's ready now to become the next Olympic champion. Good start. Every opportunity, all into their stride. Who's in it to win it? In the lead. Noch sieht es gut aus. Aber da habe ich mich schon verhaspelt. Ah, nein! Oh, sehr knapp. Aber eine Silbermedaille hier für uns. Und ja, den Lauf schauen wir uns nochmal an, beziehungsweise hier die Jubelszenen. Und mit etwas Glück bekommen wir dann wieder eine andere Hymne zu hören heute. Leider nicht die deutsche. Aber so kriegt ihr auch vielleicht mal dann alle Nationalhymnen auf die Ketten, so von allen möglichen Ländern. Ist für euch ja auch eine Abwechslung am Ende. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so freue hier. Aber gut, Silber, ja. Was mir übrigens gut gefällt hier sind, dass es sehr viele Cutscenes gibt, die auch dann sehr umfangreich und detailliert sind. Also wie die Leute sich hier bewegen und so, das ist schon nicht schlecht. Wir schauen uns den Lauf nochmal an. Und wie knapp das eigentlich war. Etwas spät bin ich da rausgekommen, aber dann sofort durchgespurtet. Und da sah es lange Zeit eigentlich sehr, sehr gut aus, bis ich kurz vor dem Ende etwas verhaspelt habe. Hier sieht man es, da falle ich leicht zurück. Und dann reicht es auch im Endspurt nicht mehr, an der Türkei vorbeizuziehen. Und dafür gibt es jetzt gleich in der Siegerehrung von unserer türkischen Freundin die türkische Nationalhymne. Und wie immer bin ich da ruhig, wie sich das gehört.
Emotions running high, no doubt, as they step onto the podium. Big smiles as the crowd rises one for the national anthem. There'll be tears flowing. Well, this place is rocking, and quite rightly so. Ja, die Zuschauer, die rasten aber ganz schön gewaltig aus da hinten. Ja, soviel zum dritten Wettkampftag. Für uns leider nicht, wieder mal nicht so erfolgreich. Aber wir haben uns im Medaillenzähler aufgrund der Punkteregelung vor Frankreich geschoben mit einer Goldmedaille, zwei Silbermedaillen. Das muss am vierten Tag besser werden. Hier nochmal die Übersicht. Für beides haben wir uns qualifiziert. Silbermedaille bei den Hürden der Herren. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Danke für die Kommentare und tschüss.